Damit steht es fest. Kim Kaltenmeier hat eine Ausbildung. Die 17-Jährige wird Gebäudereinigerin. Ein Beruf, der ihr gefällt. Weil wir uns von der Schule einen Praktikumsplatz suchen sollten und mir Putzen, Reinigen wirklich viel Spaß macht. Ich habe zwar auch schon was anderes ausprobiert, aber Gebäudereinigung gefällt mir einfach am meisten. Andere Jugendliche suchen noch. Die es durch ihre Noten schwer haben, konnten sich heute beim inklusiven Frühstück informieren. 15 Firmen aus dem Landkreis Elbe-Elster haben sich in Doberlo-Kirchheim präsentiert. Die Ausbildungssuchenden sollen so unkompliziert mit Arbeitgebern sprechen. Einige unterstützen das schon lange. Sie wurden dafür mit dem Inklusionspreis ausgezeichnet. Es sind zwei Unternehmen, die schon seit längerer Zeit sehr offen sind für diese Jugendlichen, die ihnen eine Chance geben für Praktika und auch für eine Ausbildung, die sie auch gut betreuen. Und deswegen haben wir uns heute entschlossen, diese beiden Unternehmen als Vorbild auszuzeichnen, um auch anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ja, das gibt es, die Möglichkeit haben wir hier in Elbe-Elster auch, Jugendlichen wegen dem Fachkräftemangel, der ja sich abzeichnet, auch zu gewinnen. Das inklusive Frühstück gibt es im Landkreis Elbe-Elster so zum ersten Mal. Vorreiter ist Cottbus. Hier wurde es schon 4-mal veranstaltet. Mit Erfolg. 50% aller Teilnehmer wurden vermittelt. Das spricht für sich. Das inklusive Frühstück soll deshalb auch in anderen Agenturbezirken fortgesetzt werden.